Drei unmögliche Mario Kart 7 Abkürzungen, die man nur mit einem Bot schaffen kann. Platz Nummer 3 ist auf der Instrumentalpiste und sagen wir mal so, hier wird nicht nur mit Instrumenten gespielt, sondern auch mit meinem Kopf. Immer dieser eine Japaner in der Lobby, der einfach übertreiben muss. Platz Nummer 2 ist auf Mario Circuit 2 und das ist nochmal gestörter, weil er da zuerst auf die Mauer drauf fährt, als wäre es das Normalste der Welt. Und nein, er geht danach nicht runter und lässt es einfach gut sein, sondern springt von Mauer zu Mauer und das über 3 Runden lang hinweg. Darauf erstmal einen Schluck Wasser, um drauf klarzukommen. Ich kann das erklären. Und Platz Nummer 1 ist im Blätterwald und zwar kann man hier mit den Damit zeigen wir euch heute unseren ultimativen Trick. Einfach durch die Decke glitschen. Und ich dachte schon, die Wii-Version wäre verbuggt gewesen. Und jetzt folgt lieber rein und ihr bekommt solche Leute in eure Lobby.